Heute im Total Rugby Interview, Christian Hill, Kapitän des Air Commodores. Willkommen. Hallo, vielen Dank. Heute war ein schönes Spiel für beide Seiten. Am Ende RGH hat gewonnen, aber Bonuspunkt für Air Commodores. Wie fandest du das Spiel? Wir haben versucht, aus den Fehlern zu lernen, die wir noch im letzten Heimspiel gegen Heusenstamm gemacht haben. Haben uns leider überrennen lassen und haben das heute hier geschafft. Ja, die erste Halbzeit nicht ganz überzeugend, aber dann in der zweiten Halbzeit mit 19-3, wenn mir alles täuscht, dann diese Halbzeit für uns zu gewinnen und endlich diesen lang ersehnten Bonuspunkt dann zu holen. Also wir freuen uns riesig und ja. Fandest du das vielleicht noch mehr aus diesem Spiel zu holen war oder warst du schon zufrieden mit der Wurzel? Unsere Marschroute für dieses Spiel war gewesen, dass wir 4 Versuche legen. Mit diesen 4 Versuchen, das Ziel haben wir heute geschafft. Natürlich wäre jetzt noch ein 5. Versuch, vielleicht war er drinne gewesen. Man weiß es nicht, aber wir sind erstmal zufrieden mit diesem Resultat und versuchen darauf aufzubauen für das nächste Spiel gegen Frankfurt und dann schauen, was da noch geht. Die Rückrunde hat schon angefangen. Was sind eure Ziele für die Rückrunde? Wir wollen uns auf jeden Fall schaffen, dass wir mit den Abstiegsrängen nichts mehr zu tun haben. Wir haben jetzt die unteren 3 geschlagen, wir haben jetzt Bonuspunkt hier geholt zu Hause gegen die RGH, wir haben einen Unentschieden bei TSV. Wir versuchen jetzt noch 2-3 Siege zu holen, vielleicht einen oder anderen Bonuspunkt und dann haben wir, glaube ich, mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun. Das ist unser Ziel. Dieses Jahr hat den RK 030 viel verbessert vom letzten Jahr. Was ist anders, also dass die Trainingssprache vielleicht auf Englisch ist? Der Vorteil ist dieses Jahr wirklich, dass wir jetzt unseren neuen Trainer haben, der Allen, will ich an dieser Stelle nochmal hervorheben. Klasse Mann, hat es jetzt geschafft, die erste wie auch die zweite Herrenmannschaft zusammenzubringen, damit halt mehr Konzentration beim Training halt und damit jetzt auch hier, dass auch solche Resultate rauskommen. Christian Hill, vielen Dank. Vielen Dank.